Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu Heute Express. Bund und Länder haben sich auf strengere Corona-Maßnahmen geeinigt, die vor allem sogenannte Risikogebiete betreffen. Ab 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner sollen private Feiern nur noch maximal 10 Teilnehmende haben, aus höchstens 2 Haushalten. Außerdem ist eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr geplant. Und künftig soll schon ab 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner eine verschärfte Maskenpflicht gelten. Eine Einigung zum sogenannten Beherbergungsverbot gab es noch nicht. Die Beschlüsse stoßen auf Kritik. So bemängelt Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass es weiter einen Flickenteppich beim Beherbergungsverbot gebe. FDP-Chef Lindner fordert, Entscheidungen über Einschränkungen der Freiheit müssten von den Parlamenten getroffen werden. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF bezeichnete Kanzleramtschef Braun die Maßnahmen als unzureichend. In Frankreich gilt wegen der Corona-Pandemie ab Samstag erneut der Gesundheitsnotstand. Im Großraum Paris und in 8 weiteren Städten treten dann für 4 Wochen Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 6 Uhr in Kraft. Ein landesweiter Stillstand sei aber nicht vorgesehen, sagte Präsident Macron. Frankreich verzeichnete zuletzt mehrmals über 20.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. In Thailand hat die Regierung nach wiederholten Massenprotesten den Ausnahmezustand erklärt. Die Bürgerrechte werden eingeschränkt. Es gilt unter anderem ein Versammlungsverbot. Die Demonstrierenden fordern den Rücktritt der Regierung und eine Debatte über die Rolle der Monarchie im Land. Soweit heute Express. Mehr haben wir in unserer ZDF-Heute-App. Bis später, wenn Sie mögen. Tschüss.